Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder bei den Stimmtipps dabei bist. Mein Name ist Hannes Frommhorn von Vocal Coaching Austria und ich zeige dir heute drei Arten, drei Möglichkeiten, wie du deine Stimme sofort entspannen kannst. Wenn du mal merkst, du hast zu viel gesungen und zwar nicht mit der optimalen Technik, aber auch wenn du vielleicht ein bisschen verkühlt bist, dann helfen dir diese Übungen, deine Stimme zu entspannen und hier deiner Stimme Gutes zu tun. Blase dazu die Luft durch deine Lippen mit Ton aus. Falls du Schwierigkeiten haben solltest, die Lippen flattern zu lassen, dann kannst du hier etwas nach innen drücken. Dann geht das gleich leichter. Und du wirst sehen, dass das für die Stimme ganz, ganz toll entspannend ist. Und mit dieser Technik kannst du dann auch die Tonhöhen variieren und auch das entspannt die Stimme zusätzlich. Ist auch ein tolles Mittel, um sich an hohe Töne zu gewöhnen, aber auch um in die Tiefe zu kommen und dabei die Stimme zu entspannen. Die zweite Möglichkeit ist, dass du einen Ton auf W klingen lässt. Also ein stimmhaftes W. Und hier gibst du viel Klang hinein, aber auch viel Leichtigkeit. Du spürst dabei, wie sich der Kehlkopf tiefenentspannt, sozusagen. Spür hier, wie der Sound bei den Lippen und wo sich die Lippen die Zähne treffen, so richtig vibriert. Und auch hier kannst du die Tonhöhen variieren. Wie du siehst, bewege ich dazu gerne meinen Kopf, etwa damit sich der Nacken zusätzlich lockert, denn auch ein lockerer Nacken lockert auch den Stimmapparat. Und auch die dritte Übung hat mit Klang zu tun, indem du einfach auf summst und den Ton von oben nach unten gleiten lässt. Sollte die Stimme so angeschlagen sein, dass das schwierig ist, dann machst du das auf. Da kannst du zusätzlich spüren, wie sich der Kehlkopf durch dieses lockert. Probier das aus, mach diese Übungen hintereinander oder such dir die Übung aus, die sich am besten für dich anfühlt. Und ich wünsche dir viel Spaß, viel Erfolg beim Stimme entspannen.